muss ich den Arbeitgeber um Erlaubnis bitten, einen Rentenantrag stellen zu dürfen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Eine kuriose Frage, die uns auf kontakt@rentenbescheid24.de erreichte. Ich möchte rückwirkend zum 1.7.2021 die vorgezogene Altersrente für schwerbehinderte Menschen in Anspruch nehmen. Die Voraussetzungen für die Rente sind erstmals zum 1.7.2021 erfüllt. Benötige ich für den Rentenantrag die Einwilligung oder die Erlaubnis meines Arbeitgebers? Den Rentenantrag möchte ich im September 2021 rückwirkend zum 1. Juli 2021 stellen. Ich werde das Arbeitsverhältnis zum Ende des Jahres 2021 beenden. Natürlich müssen Sie Ihren Arbeitgeber nicht um Erlaubnis bitten, einen Rentenantrag zu stellen. Sie benötigen grundsätzlich nicht die Einwilligung oder vielleicht die rückwirkende Genehmigung Ihres Arbeitgebers, dass Sie in Rente gehen dürfen. Das Recht, einen Rentenantrag zu stellen, ist ausschließlich Ihre autonome Entscheidung. Es kann Ihnen weder durch Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag untersagt werden, einen Altersrentenantrag zu stellen. Sie müssen dann niemanden um Erlaubnis bitten und schon gar nicht Ihren Arbeitgeber. Wenn es Ihnen also genehm ist und wenn die Anspruchsvoraussetzungen für die Rente erfüllt sind, dann können Sie Ihren Rentenantrag stellen. Wohlerworbene Rechte, vor allem Rentenrechte aus dem Sozialrecht, können Ihnen durch das Arbeitsverhältnis nicht eingeschränkt werden. Aber Achtung, bitte aufpassen, es kann sein, dass Sie durch Ihren Rentenantrag oder durch den Beginn der Altersrente Ihr Arbeitsverhältnis in Gefahr bringen. Das ist nämlich ein Unterschied. Oft kann es in Tarifverträgen nämlich Klauseln geben, die ein automatisches Ende der Arbeitsverhältnisse bei Beginn oder bei Antrag einer vorgezogenen Altersrente vorsehen. Also da bitte aufpassen, dass Sie vorher genau prüfen, bevor Sie in Rente gehen, ob solche Klauseln möglicherweise mit anwendbarem Tarifrecht bei Ihnen ein automatisches Ende des Arbeitsverhältnisses vorsehen. Wenn solche Klauseln im Arbeitsvertrag stehen, dann sind diese meist unwirksam. Aber auch hier sage ich lieber, bitte nochmal prüfen. Es kommt manchmal auch auf den Wortlaut solcher Klauseln an. Mein Tipp, bevor Sie einen Rentenantrag stellen, prüfen Sie, was in Ihren Arbeitspapieren steht. Oft macht es aus meiner Sicht Sinn, dass Sie sich im Vorfeld Rat eines versierten Fachanwalts für Arbeitsrechts einholen, bevor Sie da loslegen. Oder aber, wenn der Arbeitgeber da überhaupt gar kein Problem hat, dann machen Sie eine Sondervereinbarung schriftlich zu Ihrem Arbeitsvertrag mit Ihrem Arbeitgeber, dass Sie mit Rentenbezug hier weiterarbeiten können. Sie müssen auf keinen Fall Ihrem Arbeitgeber um Erlaubnis bitten, dass Sie einen Rentenantrag stellen dürfen. Das ist absolut Ihre eigene Angelegenheit. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.